So, und da sind wir wieder zurück. Hallo und herzlich willkommen erstmal. Sups, ja, mittlere Rüstung ist okay. Pulsgewehr hört sich auch erstmal gut an. Pack ich mal dahin. Gewehrpatrone, habe ich denn da noch welche? Natürlich nicht. Warum auch, ne? Warum auch? Ah, draußen müsst ihr welche haben. Aber wir hier machen können, vielmehr. So, dann zeig mal her. Gewehrpatrone. Die hier. Nein, nicht 100. Ja gut, wir können gleich wieder abbrechen. Wenn es mir zu viel wird. Weil der schießt ja relativ viel, ne? 600 Rounds per Minute. Das ist schon nicht ohne. Ich will ein bisschen Sauerstoff mitnehmen. Sehr schön. Nur vorsichtshalber. So. Hat jetzt schon so viel. Ah, dann lassen wir den mal werkeln. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Okay. Das hieße noch ein bisschen mehr und wir könnten eine Minute lang nonstop durchballern. Yay. Schon so ein bisschen weirdo, oder? Dass man da so viel Munition verbraucht. So. Sehr schön. Das haben wir. Nicht Jetpack. Achso, Jetpack war. Jetzt ist Jetpack an. Genau. So, und dann nix wie Chien. Bisschen Höhe gewinnen, genau. So, und dann hoffen wir, dass wir dann nicht zu spät ankommen. Jetzt frage ich mich bloß, wie wir das andere Ding wieder mit zurücknehmen wollen. Aber es ist nicht so dramatisch. Da wird uns auch sicher immer sein. Mhm. Komm schon. Ja, sauber. So, da hinten ist es noch hell. Oder ist es schon hell, vielmehr. Da hinten ist es schon hell, während das bei uns noch dunkel ist. Ja. Das ist auch so, diese ich musste ein bisschen schmunzeln bei dem Kommentar von wegen so, ja, weil hier von wegen der Tag-Nacht-Länge und sowas. Wenn du von Osten nach Westen fliegst, ist es ja kein Wunder, wenn es schneller dunkel wird. Das ist irgendwie eine grundlegende Gesetzmäßigkeit, ja. Das ist irgendwie logisch, klar. Darum geht es ja auch gar nicht. Das wäre ja irgendwie ein bisschen bescheuert, wenn man das dann, ne, so nach dem Motto, oh nein, ich fliege immer von Osten nach Westen und es wird so schnell dunkel. Oh. Ja, es wäre irgendwie, ja, weiß nicht. Ich glaube, dann sollte man lieber wieder zurück in seinen Keller gehen. Sondern es geht ja darum, dass generell der Tag, unabhängig, ob man irgendwo hinfliegt oder nicht, also einfach nur, wenn ich jetzt den ganzen Tag in meiner Basis bleibe, dass das relativ schnell vergeht. Für mich, gefühlt. Für mich sind die Tage hier in diesem Spiel zu kurz, selbst wenn ich nur an einer Stelle stehen bleibe. Genau. Ah, na siehst du, mal gut, dass wir hier hingeflogen sind. Okay, ein bisschen komisch zwar, aber okay. Ja, wir brauchen jetzt nicht viel. So, wir gehen da drüben wieder rein. Genau. Was ist hier los? So, dann holen wir uns unsere Sachen wieder und den ganzen Rest auch.
Wir haben jetzt schon einen Großteil des, oder zumindest hier die Spawner haben wir alle erledigt. Fuck. Ich wurde vergiftet. Alter. Also die Waffe ist echt nicht so der Burner, muss ich sagen. Was? Wo kam der denn jetzt her? Ah, das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Hm. Ah, das hier. Es ist ja eh bei uns, ja. Mist. Hm. Das ist sowas von überhaupt nicht cool. Ja. Vor allen Dingen, da jetzt da hinten das Raumschiff und alles mögliche ist. Ungut. Das heißt, wir müssen da hinten hin. Dann hätte ich mich eigentlich killen können und da hinten dann spawnen lassen können, ja. Oder ich gleite mit dem Großen darüber und... Oder wir holen ein schnelles Motorrad. Machen wir es denn? Genau. Wozu haben wir denn unser Motorrad? Das vergessen wir irgendwie immer, ne? Hm. Ja, weil es jetzt schon Ewigkeiten her ist, dass wir das überhaupt jemals irgendwie benutzt haben. Eigentlich benutzt man das ja immer nur am Anfang, ne? Wenn man es denn muss, wenn man das basteln soll. Ja, dann holen wir zumindest irgendwie das kleine Raumschiff zurück oder zerlegen den Bodengleiter und bauen das so größtenteils, sofern es geht, irgendwie an dem kleinen Raumschiff mit an und machen daraus dann jetzt eins, mit dem wir ins Weltall fliegen können, genau. Wobei, ich habe schon überlegt, ob ich den Bodengleiter nicht irgendwie missbrauchen könnte. So nach dem Motto, hey, ich mache da einfach jede Menge Triebwerke dran, sodass ich noch höher fliegen kann. Aber ich glaube, beim Bodengleiter geht das generell nicht, weil halt entsprechend das die Klasse Bodengleiter ist. Deshalb kann man mit der, dann müsste man mal ausprobieren. Schön locker lässig hier lang. Super, ganz toll machst du das. Ja, Motorräder sind schon relativ angenehm, ne, vom Fahrverhalten. Ja, auch wenn wir sehen, die Körperhaltung alles und ja, wie man auf die Bodenwellen eingeht. Ja, es ist jetzt alles andere als realistisch, aber das finde ich jetzt nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Was macht Spaß, ja. So. Ja, auch lustig, die Tage war ja so ein Kommentar von wegen so, hey, ja, wenn du dir Gedanken machst, von wegen, wie du ins Weltall kommst, dann spiel Kerbal Space Program. Ja, auch klar. Es ist recht anspruchsvoll, aber Space Engineers ist es auch nicht gerade ohne. Auch wenn das noch relativ simpel ist, ne? Ist ja nur ein bisschen zeitaufwendig, entsprechend das ganze Hydrogen dran zu schaffen, aber ansonsten geht das ja auch. Beziehungsweise je nachdem, wie groß das Raumschiff ist, ne? Das hat man im LP gesehen. Braucht man dann mehr und mehr und mehr und mehr Schub, bis man es irgendwann mal geschafft hat. Richtig. Und ausreichend Treibstoff, damit man auch rauskommt aus der Anziehungskraft. Ja. Ja, aber das war so, wo ich mir dachte so, und dann darunter dann direkt so von, ja, aber hier, ne, du kannst ja bei uns dann irgendwie und so. Und hä, was, wie? Nein. Nicht so wirklich. Ja. So. Jetzt haben wir genaue Koordinaten, wo der Rucksack ist.
Da müssen wir uns ja nur dahin durchballern. Wir müssen uns nur hier durchballern. Doch. So. Geräte. Zugriff. Und gib ihm. Ja, das hier. Machen wir es mit dem Block platt. Genau. Irgendwann gibt er schon auf. Wir sehen, wir bekommen Erfahrungspunkte, das heißt, er nimmt auf jeden Fall Schaden. Weil das ist immer so das Wichtigste, um nachzugucken, kann ich mit meiner Waffe, die ich habe, aktuell Schaden dort anrichten oder nicht. Und das ist das Beste, einfach dann halt in dem Fall zu gucken, durch die Erfahrungspunkte. Weil wenn ich Schaden anrichte, kriege ich Erfahrungspunkte dafür. So wie jetzt. Man sieht es nicht wirklich an dem Block selbst, aber wir sehen es daran, dass wir Erfahrungspunkte bekommen. So, das heißt, wir sind jetzt schon unten. Was gut ist. Genau. Das heißt, wir drehen jetzt mal, damit ich dann halt direkt rausspringen kann. Ach, Mist. So, einmal, genau. Und ballern jetzt mal so da drauf. Ich weiß gar nicht, wann wir das nächste Level abkriegen, ey. Aber wir haben ja eigentlich so gut wie alles erforscht, also. Sauber. Sehr gut. Ups. Da komm ich schon wieder drauf. Aha. Oh, Scheiße. Du bist so hässlich. Das ist irgendwie oben durch die Luftschichte gefallen, war es nicht so? Oh, ho, ho. Stirb! Ausgeburt der Hölle. So. Habe ich jetzt alles dabei? Nicht ganz. Aber das spielt noch keine Rolle, ehrlich gesagt. Nee, jetzt aktuell noch nicht. Aktuell ist einfach nur wichtig, ich habe meinen Stuff wieder. Genau. Ah, sehr schön. So. Alles zurechtpacken. 75. Ja, das ist vom Schaden her, das merkt man, da fehlt einiges. Echt ein bisschen schade. War an sich von der Schussfolge her schon ganz okay, ne? Aber der Schaden ist halt unterirdisch. So. So, das essen wir auch gleich noch. Packen wir einen Kaffee hier hin. Sehr schön. Boah, ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir beim nächsten Mal weitermachen. Ich will die restlichen Sachen noch haben. Von daher sehen wir uns dann wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.